Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, wir dürfen Sie sehr herzlich zu dem heutigen Webinar begrüßen zu dem Thema Fokussierung der Geschäftsberichte 2016. Weniger ist mehr. Warum haben Sie eine solche Veranstaltung gerade in diese Zeit gelegt? Das hat den Hintergrund, als dass die Berichtssaison für das Jahr 2015 abgeschlossen ist, einige Unternehmen auch die Quartalsberichterstattung für das erste Quartal des jetzt laufenden Geschäftsjahres schon wahrgenommen haben. Und wir bestimmte Veränderungen eben wahrnehmen vor dem Hintergrund regulatorischer Änderungen. Eine dieser regulatorischen Änderungen ist mit der Disclosure Initiative angesprochen, die für Geschäftsjahre beginnend am oder nach dem 1. Januar 2016 schon mit den ersten Regelungen zu beachten ist. Ein zweiter Anlass ergibt sich aufgrund der Änderungen in Hinsicht auf die Quartalsberichterstattung. Die für im Prime Standard gelisteten Unternehmen werden nunmehr verpflichtend nur noch eine Quartalsmitteilung veröffentlichen müssen und nicht mehr zwingend einen vollständigen Quartalsfinanzbericht. Auf diese beiden Änderungen wollen wir mit diesem Webinar eingehen. Und wir hoffen, dass wir insbesondere mit den Beispielen, die wir hier Ihnen gegenüber auch aufzeigen, Ihnen einige Orientierungsmöglichkeiten bieten können für Ihre eigene Berichterstattung. Wer sind wir? Wir dürfen uns ganz kurz zunächst erstmal vorstellen. Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Mein Name ist Renate Knaap. Ich bin Manager im Bereich Capital Markets Accounting Advisory Services und im weitesten Sinne mit IFRS-Beratung in allen Facetten beschäftigt, also von klassischen IFRS-Conversions über Einführung neuer Standards, Strukturierungsberatungen, führe aber auch IFRS-Reviews der Konzernabschlüsse durch, die Teil unserer PwC-internen Qualitätssicherungsmaßnahmen sind. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich insbesondere damit beschäftigt, welche praktischen Auswirkungen die Disclosure-Initiative des IASB auf die IFRS-Abschlüsse hat und welcher Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung besteht. Ja, zu meiner Wenigkeit. Mein Name ist Björn Seidel. Ich bin Partner im Bereich Capital Markets and Accounting Advisory Services. Berate deshalb Unternehmen in allen Fragen der rechnungslegungsbezogenen Berichterstattung, vorwiegend natürlich die IFRS-Rechnungslegung betreffend. Bin seit 22 Jahren im Unternehmen und habe meinen Schwerpunkt, wie gerade gesagt, in Berichterstattungsthemen, weshalb wir diese zwei Themen, die ich gerade eben schon angesprochen habe, hier in der Webinar auch gerne zum Thema machen möchten. Ein Blick auf die Agenda. Wir haben zunächst erstmal in einem ersten Abschnitt vor, mit Ihnen ganz kurz zu reflektieren, was Inhalt und Ziel der Disclosure Initiative ist. Mit den Abschnitten 2 und 3 wollen wir dann schon sehr viel konkreter gehen in Hinsicht auf die Frage, was haben Unternehmen bislang schon initiiert für sich selbst. Ich kann Ihnen sagen, dass in Deutschland noch nicht allzu viele Unternehmen diese Prinzipien berücksichtigt haben, zumindest nicht für die Berichterstattung des Jahres 2015. Das werden wir aufzeigen. In Hinsicht auf die Quartalsberichterstattung im Abschnitt 4 werden wir die Beobachtungen Ihnen mitgeben in Hinsicht auf die Unternehmen, die schon sehr stark Veränderungen vorgenommen haben, in Hinsicht auf eine Quartalsmitteilung oder alternativ auch die Quartalsfinanzberichterstattung. Mit dem Abschnitt 5 ziehen wir dann noch den Bogen und schließen mit einigen Empfehlungen unsererseits ab, sodass wir insgesamt, denke ich mal, 45 Minuten hoffentlich nicht überschreiten werden. Zum ersten Agendapunkt, Inhalt und Ziele der Disclosure Initiative. Wir hatten bereits in verschiedenen Veranstaltungen auf die Disclosure Initiative aufmerksam gemacht. Sie wissen vielleicht, dass wir im Expertenforum und in einer Talk am Abend Veranstaltungsreihe im Herbst auf dieses Thema aufmerksam gemacht haben. Und daran möchten wir gerne anknüpfen. Und dieses Slide zeigt im Grunde das Grundproblem, was besteht und was beobachtet ist, unter anderem beobachtet ist durch das Global Accounting Alliance Institut oder ich will mal sagen den Verbund. Das ist ein Verbund aus den 10 größten Fachverbänden der Wirtschaftsprüfer weltweit. Unter anderem ist auch das EDW darin
darin gebunden. Und die Beobachtung hier möchte ich gerne mal mit dem ersten Punkt auf 14 Uhr mal ansprechen in Hinsicht auf das Thema Checklistenmentalität, also auch unsere Wahrnehmung ist, und das wird vielfach praktiziert, dass Unternehmen in ihrer Berichterstattung doch einer Checklistenmentalität folgen, was im Grundsatz nicht allzu verwerflich ist, denn die Vollständigkeit der Angaben soll natürlich gewährleistet sein. Allerdings wird in diesem Zusammenhang häufig eben auch mehr berichtet als womöglich notwendig vor dem Hintergrund etwaiger Wesentlichkeitserwägungen. Der zweite Punkt, jetzt gegen den Uhrzeigersinn, unklare Kommunikation. Hier sehen wir eben häufig, dass der rote Faden ausgehend von den strategischen Unternehmenszielen und Rahmenbedingungen über konkrete Maßnahmen hin zu den Auswirkungen in der Vermögensfinanz- und Ertragslage häufig nicht erkennbar ist und hier sicherlich auch zu schärfen ist, was eben diesen roten Faden angeht. Der nächste Punkt, ebenso im gegen den Uhrzeigersinn, nicht angewendete Wesentlichkeit, das ist etwas, was ganz ausdrücklich mit der Disclosure Initiative angesprochen wird. Ich werde gleich darauf nochmal explizit eingehen. Erkennbar ist, dass Unternehmen das Wesentlichkeitsprinzip auf die Primärbestandteile natürlich anwendet, allerdings doch eher selten in Hinsicht auf die Anhangangaben, weshalb die Anhangangaben eben sehr wohl einen gewissen Umfang einnehmen. Die übrigen Feststellungen, die hier aufgeführt sind, werden Ihnen ebenso geläufig sein. Mangel an Zeit und Ressourcen, Verlangen nach mehr Informationen oder man könnte auch sagen, vielleicht Verlangen nach anderen Informationen, unklare Standards, weshalb tendenziell mehr als weniger berichtet wird. Gehen wir zu der Disclosure Initiative im Detail etwas tiefer ein. Sie wissen, dass die Disclosure Initiative sich aus verschiedenen Teilprojekten zusammensetzt. Ich will diese Teilprojekte ganz kurz schildern. Das erste Teilprojekt ist der Änderung des IAS-1 gewidmet. Diese Änderung ist schon vor einiger Zeit verabschiedet worden und auch endorsed worden. Und wie ich anfänglich erwähnt hatte, ist diese Änderung für Geschäftsjahre beginnend am oder nach dem 1. Januar 2016 auch verpflichtend anzuwenden. Den Inhalt der Änderung des IAS-1 werde ich gleich nochmal kurz skizzieren. Daneben gibt es das Teilprojekt 2 in Hinsicht auf den IAS-7. Hier geht es um die verbesserte Information zur Finanzierungstätigkeit und zur Liquidität und geht ebenso auf die Darstellung der Veränderung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsaktivitäten. Das Teilprojekt 3 ist dem Grundsatz der Wesentlichkeit gewidmet. Während gegenwärtig schon in den Änderungen des IAS-1 und eigentlich auch zuvor schon das Thema Wesentlichkeit eben in Hinsicht auf die Frage, dass Wesentlichkeit zu berücksichtigen ist bei der Bilanzierung und Bewertung und Berichterstattung, das ergibt sich bereits aus IAS-1, aber wie Wesentlichkeit einzuschätzen ist, das wird in einem Entwurf zu einem Practice Statement bereits beschrieben. Die Kommentierung hierzu ist bereits abgelaufen zu diesem Entwurf und als nächstes wird hier dann ein Exposure Draft wohl zu erwarten sein. Ein weiterer Exposure Draft oder sogar ein finaler Standard. Teilprojekt 4, Principles of Disclosure. Hier geht es um ein mittelfristiges Forschungsprojekt bezogen auf die prinzipienbasierte Verbesserung der Standards IAS-1, IAS-8, und letztlich auch um die Prüfung, ob diese Standards durch einen gesonderten Disclosure-Standard ersetzt werden sollen. Soweit ein Überblick. Die Zeitschiene macht eben deutlich, dass diese Teilprojekte in unterschiedlichen Stadien sich befinden. In Hinsicht auf den IAS-1 hatte ich erwähnt, dass die Regelungen bereits jetzt Beachtung finden müssten. In Hinsicht auf die übrigen Standards will ich nur den IAS-7 nochmal kurz ansprechen, weil dieser ebenfalls in allernächster Zukunft, nämlich für Geschäftsjahre beginnend am oder nach dem 1. Januar 2017 erstmals anzuwenden sind.
widmen wir uns dem Teilprojekt 1 und die Übersicht auf dieser Seite 8 dient uns im Übrigen im weiteren Verlauf, also insbesondere im Abschnitt 1, im Abschnitt 3 dieses Webinars auch als Leitfaden. Ich will ganz kurz die wesentlichen Regelungsinhalte in Hinsicht auf die Änderung des ES1 eingehen. Beginnend auf 9 Uhr hat es eine Änderung gegeben in Hinsicht auf den Ausweis der sonstigen Ergebnisseffekte aus Ad Equity bilanzierten Unternehmensbeteiligungen. Das können sein assoziierte Unternehmen oder Joint Ventures. Dieser Ausweis hat nunmehr in 2 Zeilen zu erfolgen und es ist hierbei zu differenzieren zwischen den Effekten, die recycelt werden und jenen, bei denen es nicht zu einem Recycling kommt. Dem Uhrzeiger sind folgend: die Strukturierung der Primärbestandteile in Hinsicht auf die Aggregation von unwesentlichen versus Disaggregation von wesentlichen Posten. Das geht im Übrigen auch einher mit dem Punkt, der unten dargestellt ist, Stichwort Wesentlichkeit, dazu komme ich gleich ebenfalls nochmal. Auf 13 bis 14 Uhr angesprochen die Reihenfolge der Anhangangaben. Der ES1 veranlasst dazu, sich über die Struktur der Anhangangaben erneut Gedanken zu machen. So kann, wie bislang zumeist praktiziert, die Gliederungsstruktur im Anhang entlang der Gliederungsstruktur der Primärbestandteile erfolgen. Allerdings betont das ISB ausdrücklich auch, eine Struktur der Relevanz für das jeweilige Unternehmen folgend zu adaptieren. Auf 16 Uhr, gleiches gilt in Hinsicht auf die Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, bislang zumeist konzentriert in einem Abschnitt dargestellt, lässt das ISB ausdrücklich auch die Zuordnung zu einzelnen Anhangangaben zu. Last but not least, unten hervorgehoben, das Thema Wesentlichkeitsanschätzung, das durchaus auf den gesamten Abschluss, so eben auch den Anhang anzuwenden ist. Während der Entwurf des Practice Statements in Klammern Teilprojekt 3 eher Hilfestellung bietet in Hinsicht auf die Fragestellung, wie Wesentlichkeit zu bestimmen und einzuschätzen ist, besagt ES1 inzwischen umso deutlicher, dass es einer solchen Einschätzung bedarf. Insbesondere, wenn durch unwesentliche Informationen der Blick auf das Wesentliche verschleiert wurde. Dann ergibt sich insbesondere ein Anpassungsbedarf. Ja, insofern gehen wir über auf den nächsten Abschnitt, Renate. Ja, wie wir eben gehört haben, sind die Änderungen des ISS-1, also die Inhalte des ersten Teilprojekts der Disclosure-Initiative, verpflichtend ab dem Geschäftsjahr 2016 anzuwenden. Eine freiwillige, vorzeitige Anwendung war zulässig. Wir haben nun als Ausgangsbasis für alle weiteren Überlegungen und auch als Hilfestellung für die Praxis analysiert, inwieweit und auf welche Art und Weise bereits in den 2015er Abschlüssen Umsetzungen vorgenommen wurden. Ja, was haben wir hier gemacht? Wir haben zunächst in einem ersten Schritt die Abschlüsse sämtlicher DAX, MDAX und SDAX-Unternehmen, die bis zum 30. April veröffentlicht wurden, analysiert im Vergleich zum Vorjahr, was hat sich geändert. Das sieht man oben rechts. Insgesamt hatten von den möglichen 130 Unternehmen dieser 3 Indizes 125 Unternehmen bereits veröffentlicht. Die übrigen sind Bilanzierer mit abweichendem Stichtag. Und hier sieht man ein ganz klares Bild. Und man sieht, von diesen 125 haben 124 noch keine signifikanten Änderungen vorgenommen. Natürlich gibt es immer in der einen oder anderen Weise Veränderungen, auch durchaus mal Kürzungen, aber keine wirklich wesentlichen. Umgekehrt bedeutet das, dass das nur ein einziges Unternehmen war, sicherlich Ihnen bereits bekannt, nämlich Siemens, die signifikant schon für den letztjährigen Abschluss Änderungen vorgenommen haben. Ja, ergänzend haben wir uns zu diesem Bild im Inland noch einige andere Indizes angeschaut. Unten rechts sieht man den australischen Index, die größten 200 in Australien. Und hier zeigt sich ein vollständig anderes Bild. In Australien ist ja der überwiegende Bilanzstichtag der 30. Juni. Und hier haben bereits letztes Jahr, zum 30. Juni 2015, mehr als die Hälfte der Unternehmen im Index der 200 größten Unternehmen
deutliche Veränderungen an ihrem Abschluss vorgenommen, die sogenannten Streamline Reporters. Und bei den größten 10 hat man festgestellt, dass hier gut 35% des Geschäftsberichts, also des Anhangs oder auch des gesamten Geschäftsberichts gekürzt wurden und zum Teil auch die Struktur vollständig verändert wurde. Also Australien ein vollkommen anderes Bild. Ja, um noch ein bisschen das Ganze abzurunden, haben wir auch in Großbritannien oben links eine Stichprobe gezogen, im Eurostoxx 50 eine Stichprobe und auch in Südafrika geschaut. Allerdings sind das keine repräsentativen Stichproben, das möchte ich gleich sagen. Es zeigt sich aber ein ähnliches Bild wie hier im Inland, dass im Grunde noch keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen wurden. Und ganz überwiegend wird auch in den Abschlüssen geschrieben, dass die Regelungen, die Änderungen des IRS-1 noch nicht angewendet wurden. Man sieht also, was jetzt auch, denke ich, nicht so ganz verwundert, immerhin ist das Endorsement des IRS-1 auch erst im Dezember erfolgt. Und so eine Vorbereitung, eine Umstrukturierung bedarf doch einer längeren Zeit und Abstimmung mit internen Bereichen, so auch insbesondere Investor Relations. So dass es insofern noch nicht verwundert, dass die 2015er Abschlüsse im Inland noch keine große Auswirkungen haben. Es zeigt sich allerdings bei der Quartalsberichterstattung für das erste Quartal, dass dies schon ganz anders aussieht. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ja, hier haben wir einfach nur nochmal den Status quo aus den 2015er Abschlüssen aufgezeigt, der MDAX, DAX und SDAX Unternehmen. Die durchschnittliche Seitenzahl des Anhangs, also nicht des gesamten Geschäftsberichts, sondern des Anhangs, beträgt 72 Seiten, auch unterschiedlich natürlich zwischen den einzelnen Indizes. Und unten haben wir abgebildet, welche Bereiche denn nun einen größeren Anteil einfach an der Seitenzahl haben und auch sicherlich nicht ein ganz erstauntes Ergebnis. Die Bilanzierungsmethoden nehmen einen sehr breiten Raum ein mit im Durchschnitt 10 bis 11 Seiten. Finanzinstrumente, natürlich abhängig von der Komplexität, und Pensionen. Also das ist das Bild des Status quo, im Durchschnitt 72 Seiten. Ja, auf Basis dieser Analyse haben wir nun nachfolgend Beispiele zusammengestellt, wie einzelne Punkte, die wir eben schon mal angesprochen hatten, in den Abschlüssen umgesetzt wurden. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Ja, wir haben das mal genannt, Vorreiterbeispiele. Und wie Björn Seidel gesagt hat, wird uns dieses Slide wie ein roter Faden hier durchführen und wir werden zu den einzelnen Bereichen der Änderung jeweils Beispiele zeigen. Das erste hier links ist sicherlich ein bisschen ein Randthema, da es nicht unmittelbar mit einer Fokussierung oder Verkürzung zusammenhängt, ist aber auch im geänderten IRF1 geregelt. Es ist das Thema, dass bei der Anwendung der Equity-Methode das OCI wie bei den anderen Posten auch in zwei Zeilen gezeigt wird, eben die Posten, die später recycelt werden wieder und die nicht. Ja, hier ein Beispiel, BNP, das rot umrandete, da sieht man eben, dass entsprechend den übrigen anderen Posten in der Gesamtergebnisrechnung hier auch schon die Teile der Ad-Equity-Methode gesondert dargestellt wurden. Bisher war das in einer Zeile enthalten gewesen. Ja, jetzt kommen wir eigentlich zu den eigentlichen Änderungen mit Auswirkungen auf die Darstellung im Geschäftsbericht. Da möchte ich zunächst eingehen auf die Darstellung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden. Wir hatten eben gesehen, die nehmen mit 10 bis 11 Seiten im Durchschnitt einen sehr großen Raum ein. Bisher befanden sich diese Angaben zumeist gesammelt im vorderen Drittel des Anhangs und waren auch oft gekennzeichnet durch allgemeine Beschreibungen, die sehr viel den Standard als solches wiedergegeben haben, aber noch nicht so sehr fokussiert waren auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Eine weitere Möglichkeit ist, und wir haben gesehen, dass das zunehmend schon eingeführt wird, dass man diese Methoden direkt den einzelnen Anhangangaben zuordnet. Da haben wir jetzt hier ein Beispiel von Wesfarmers aus Australien.
Das ist ein Konzern, ein Konglomerat verschiedenster Industriezweige. Wir haben hier den Posten Vorräte rausgewählt, der für dieses Unternehmen auch von größerer Bedeutung ist. Und hier sieht man ganz schön, neben dem eigentlichen Aufriss des Vorratspostens sind die Rechnungslegungsmethoden direkt diesem Posten zugeordnet und auch noch zusätzlich diese Quellen der Schätzunsicherheiten, die ja auch gesondert anzugeben sind und bisher meistens auch im vorderen Drittel des Anhangs platziert waren. Hier ist also jetzt alles auf einen Blick sozusagen angeordnet und auch noch farblich hervorgehoben. Ein zweites Beispiel ist Finnair. Hier haben wir den Bereich Operating Income, Umsatzrealisierung herausgegriffen. Auch hier hat man neben der eigentlichen Erläuterung der Posten, und zwar ist das sowohl Umsatzerlöse als auch Operating Income, und außerdem hat man hier auch die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zusammen erläutert. Das heißt, man hat den ganzen Bereich Umsatzrealisierung zusammengefasst und ergänzt um die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Was mir besonders gut hier ehrlich gesagt gefällt, ist außerdem noch die farbliche Hervorhebung durch die blauen Kästchen. Die ziehen sich auch durch den gesamten Geschäftsbericht. Das heißt, sie haben immer ein Kästchen I für Information. Das heißt, überall, wo dieses blaue Kästchen I erscheint, wird der Inhalt des Postens beschrieben. Dann gibt es eine Hervorhebung A für Accounting Principles und als Ausrufungszeichen bedeutet, hier handelt es sich um eine kritische, eine Schätzannahme, eine Critical Accounting Estimate. Was bei den Bilanzierungsmethoden zudem auffällt, ist es also nicht eine allgemeine Wiedergabe des Standards, sondern sehr fokussiert hier auf die Flugindustrie, dass eben genau erläutert wird, wann eben bei Einlösung der Flugtickets der Umsatz realisiert wird. So, das waren zwei Beispiele zu dem Bereich Bilanzierungsmethoden. Jetzt komme ich zu dem Punkt gesonderter Ausweis von Posten und Zwischensummen. Der Bereich betrifft insbesondere die Primary Statements, also das Thema Aggregation oder Disaggregation. Man soll kein starres Bilanz- oder G&V-Schema verwenden. Da haben wir hier Transurban, auch wieder ein australischer Konzern. Wir haben ja eben gehört, dass dort die überwiegende, also mehr als die Hälfte der Unternehmen hier schon wesentliche Änderungen vorgenommen haben. Rechts sehen wir den Abschluss 2014 und links 2015. Zum einen eine gewisse farbliche Hervorhebung, aber wenn wir das rote Umrandete sehen, sieht man, dass der Posten Provisions, der relativ wichtig für diese Gesellschaft, für diesen Konzern ist, ist in 2015 aufgerissen in mehrere Bestandteile. Allerdings auch etwas umstrukturiert, das kann man hier nicht eindeutig überleiten, aber es wird zum Beispiel die Maintenance Provision gesondert ausgewiesen, die im vorigen Jahr noch in den Provisions enthalten war. Das heißt, auch eine Art Wesentlichkeit, besonders wichtige Punkte werden auch gesondert dargestellt. Hier möchte ich vielleicht noch erwähnen, was uns auch aufgefallen ist. Weiter oben sieht man den Posten Property, Plant and Equipment. Und rein zahlenmäßig sieht man schon, der ist nicht so von großer Bedeutung für den Konzern. Und wir haben festgestellt, dass zum Beispiel in 2015 keine weiteren Erläuterungen mehr zu Sachanlagen gemacht wurden. In 2014 hatte Transurban noch den klassischen Anlagespiegel im Anhang. In 2015 einfach aus Wesentlichkeit Sachanlagen, das ist ja ein Straßenentwickler, keine Bedeutung, also keine weiteren Erläuterungen mehr in irgendeiner Form zum Posten Sachanlagen. Ein zweites Beispiel für einen gesonderten Ausweis haben wir hier jetzt gefunden bei Alstria. Die haben allerdings auch noch nicht explizit die Änderungen vom IS1 angewendet, aber natürlich galt auch schon nach dem jetzigen Standard, dass man besonders wichtige Posten gesondert hervorheben kann, hier in dem Fall Zahlungsmittel. Alstria ist ja eine Immobiliengesellschaft, die gewerbliche Büroimmobilien hat
und die haben einen großen Posten verfügungsbeschränkter Zahlungsmittel und die werden auch gesondert hier in der Bilanz hervorgehoben. Als nächstes komme ich jetzt zum Bereich Wesentlichkeitseinschätzung und zwar in dem Sinne, dass es konkret auf den Anhang gemünzt ist. Das heißt, gewünscht ist, dass künftig mehr unternehmensspezifische Angaben gemacht werden, nicht nur allgemeine, dass unwesentliche Angaben weggelassen werden und umgekehrt wesentliche hinzugefügt werden. Ja, als Beispiel ausgewählt haben wir hier Siemens, die ja bisher als einziges deutsches Unternehmen signifikante Änderungen vorgenommen haben und hier natürlich auch in besonderer Weise herausstechen. Sie haben das sicherlich bereits in der Presse verfolgt. Der gesamte Geschäftsbericht 2015 wurde um fast 60% vermindert, eine sehr gigantische Zahl, also um 216 Seiten. Und wir haben hier mal aufgezeigt, in welchen Bereichen wurden denn jetzt die wichtigsten Änderungen vorgenommen. Wir haben es aufgeteilt in den Lagebericht, den Konzernabschluss, sonstige verpflichtende Teile und sonstige optionale Teile. Und wenn wir jetzt gerade auf diesen letzten Teil, sonstige optionale Teile, schauen, dann sieht man, dass dieser Teil fast vollständig verschwunden ist. Siemens hat es sich zum Ziel gemacht, den offiziellen Konzernabschluss auf gesetzlich vorgeschriebene Angaben zu beschränken und hat den gesamten Unternehmensbericht, also die Imagebroschüre und so, vollständig aus dem Dokument entfernt und ins Internet verlagert und auch zusätzlich eine Innovationsbroschüre erstellt. Außerdem wurde auch der Brief an die Aktionäre nicht mehr mit aufgenommen, sondern mit der Einladung der Aktionäre in die Hauptversammlung versandt. Konzentrieren wir uns jetzt mal auf den Konzernabschluss, der ja von der Disclosure-Initiative jetzt im engeren Sinne betroffen ist, haben wir hier auch immerhin eine Veränderung von 28 Seiten und fast 29%. Das haben wir uns jetzt noch mal ein bisschen näher angeschaut. Das heißt, ich gehe jetzt konkret auf den Anhang ein. Der Anhang hat jetzt 2015 noch 63 Seiten gegenüber 84 Seiten im Vorjahr. Und man sieht, dass hier ganz konsequent Kapitel für Kapitel durchgegangen und erarbeitet wurde, welche Teile eben nicht wirklich wesentlich sind für den Berichtsleser. Und so kann man schön sehen, auch Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gekürzt, indem einfach auch teilweise Selbstverständlichkeiten weggelassen wurden. Es wurde keine Tabelle mehr zu den Währungskursen veröffentlicht. Es wurden zu manchen Bilanzierungsmethoden gar keine Erläuterungen mehr gemacht, zum Beispiel Zuwendungen der öffentlichen Hand, weil das einfach für den Konzern nicht wesentlich ist. Man sieht also hier, dass alle Bereiche sozusagen fokussierter dargestellt werden, wie ein roter Faden. Was Siemens noch nicht oder nicht gemacht hat, ist eine Umstrukturierung des Anhangs. Also der Anhang ist grundsätzlich in der Struktur wie im Vorjahr auch, aber eben wesentlich fokussierter und individueller. Ja, ein anderes Beispiel, das ist jetzt mehr so eine Art optische Darstellung, hat sicher auch mit Wesentlichkeit zu tun, fand ich ganz interessant. Das ist nochmal Transurban. Die haben also jetzt im oberen Teil, wie stellt das Unternehmen die Segmente dar, hat also die Segmente jetzt einfach farbig und nach verschiedenen Kriterien dargestellt, während im Vorjahr eben klassisch das noch im Fließtext erläutert wurde. Ähnlich die Darstellung der Konzernstruktur war in 2014 noch analog unserer Anteilsliste und jetzt wurde einfach eine farbliche Hervorhebung nach Geschäftstätigkeiten und auch nach Anteilssätzen vorgenommen. Das einfach nur mal nur als Hinweis, wie man auch optisch einiges verändern kann. So, jetzt kommen wir noch als letztes zur Reihenfolge der Anhangangaben.
Bisher war es ja eigentlich üblich, das Ganze entsprechend der Reihenfolge der primären Abschlussbestandteile zu gliedern. IAS 1 sagt, redet ja davon in a systematic manner. Das war auch bisher so, aber durch kleine Änderungen am Text und Aufnahme von weiteren Beispielen wird jetzt eben auch hervorgehoben, dass man auch eine Gliederung nach der Relevanz für die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens vornehmen kann. Das haben wir hier nochmal gegenübergestellt. Links sehen Sie, so wurde es bisher praktiziert, also in der Reihenfolge der Bilanz- und G&V-Kosten. Und eine mögliche Neustrukturierung nach der Relevanz ist auf der rechten Seite dargestellt. Da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, im Bereich A, wie wurden die Zahlen ermittelt, dass hier die wichtigsten Daten bezogen auf die Geschäftstätigkeit des Konzerns, eben die Segmentberichterstattung, wichtige Daten aus der G&V, Bilanz und Cashflow-Rechnung dargestellt werden. Im rechten Teil wäre eine Gruppe Risiken. Hier könnte man praktisch das Risiko des Konzerns, das Exposure zu den finanziellen Risiken darstellen und wie der Konzern diesen Risiken begegnet. Unten links der Abschnitt C umfasst alle Angaben zur Konzernstruktur, also auch welche Gesellschaften und nicht beherrschende Anteile, gemeinsame Vereinbarungen und auch wie diese sich verändert haben. Im Abschnitt D, nicht erfasste Beträge, werden die Eventualforderungen, Verbindlichkeiten ausgewiesen, die eben im Moment sich noch nicht im Zahlenwerk niederschlagen, aber künftig einen wesentlichen Einfluss haben könnten. Interessanterweise wurde dieses Schema in Australien in ähnlicher Form eigentlich ganz überwiegend eingeführt. Also die ganzen australischen Unternehmen sind eigentlich von der klassischen Darstellung abgewichen und haben eine andere Gruppierung gewählt. Hierzu ein Beispiel. Ja, nochmal Transurban. Da sieht man in der linken Spalte praktisch die Bereiche, die wir eben kurz gesagt haben, in etwas veränderter Form, Basis of Corporation, Operating Performance, Capital and Borrowings, aber in ähnlicher Form. Und auch optisch interessant ist das Inhaltsverzeichnis mal ganz anders dargestellt, wie wir das bisher kennen. Ein anderes Beispiel ist Dexus, das ist auch eine australische Immobilienkonzern. Die haben das auch anders gegliedert. Der erste Bereich Group Performance, das, was wir eben als Bereich A hatten. Dann Property Portfolio Assets, natürlich haben die einen sehr großen Anteil an Immobilien. Dann kommt der Bereich Finanzierung, Working Capital Risk Management und ein Bereich Other Disclosures. Also wir sind gespannt eigentlich, wie sich das hier in Deutschland entwickelt, ob das auch viele Unternehmen übernehmen werden. In Australien hat sich das ziemlich durchgesetzt. Ja, das waren jetzt mal einfach Beispiele, die wir gefunden haben zu den einzelnen Themen. Es gibt natürlich noch einige mehr, aber ich denke, das hat schon mal einen ganz schönen Überblick gegeben. Und jetzt möchte ich noch mal zusammenfassen, wo haben wir jetzt mögliche Einspar- oder Optimierungspotenziale gesehen, mit dem Ziel, den Abschluss eben aussagekräftiger und klarer zu gestalten. Man sollte natürlich immer im Hinterkopf haben, es muss unternehmensindividuell gemacht werden, weil das ist ja gerade das große Ziel der Initiative. Ja, fange ich links oben an. Ein Bereich sicherlich die neuen Rechnungslegungsstandards. Sie kennen viele Abschlüsse. Es gibt Abschlüsse, die beschreiben über 5, 6, 7 Seiten, was kommt Neues. Wir würden empfehlen, die Angaben wirklich nur noch dann zu machen, wenn es wesentlich ist, beispielsweise im Moment sicherlich zu erwähnen, IFRS 9, 15 und 16, aber alle anderen kleineren Änderungen kann man eigentlich weglassen. Für Standards, die zwar verabschiedet, aber noch nicht den EU-Endorsement-Prozess durchlaufen haben, könnte man eine kurze tabellarische Darstellung wählen. Da gehe ich auf die rechte Seite, Beschreibung der Rechnungslegungsmethoden. Das hatten wir ja auch an den Beispielen gesehen.
Wir würden empfehlen, die üblichen Zusammenfassungen zu streichen. Teilweise findet man ja auch Angaben für Sachverhalte, die im Konzern gar nicht vorhanden sind, und wirklich etwas unternehmensindividueller zu gestalten. Und mir persönlich hat es sehr gut gefallen, wie das manche Unternehmen machen, dass das im Bereich der Erläuterung der einzelnen Posten integriert wird, sodass man alles auf einen Blick hat. Ja, unten links Erläuterungen zu einzelnen Posten. Da hat auch das IASB in der Begründung gesagt, man muss nicht erläutern, was nicht wesentlich ist, selbst wenn es explizit vom Standard eigentlich gefordert wird. Also Beispiel Sachanlagen, was wir vorhin hatten. Wenn es für das Unternehmen nicht wesentlich ist, muss auch gar nichts dazu gesagt werden. Das ist natürlich im hohen Maße judgmental, aber das muss jedes Unternehmen für sich entscheiden. Ja, IFRS-7-Tabellen wird immer häufig nachgefragt. Grundsätzlich kann man die sicher nicht entfallen lassen. Vielleicht kann man da einiges farblich hervorheben und auch beschränken, wie zum Beispiel Angabe der Fair Values nur dann, wenn sie wesentlich von den Buchwerten abweichen. Ja, zum Schluss noch rechts unten natürlich auch formale Anpassungen, Verwendung von Bullets und Schaubildern statt Fließtext, Zusammenfassung von Tabellen. Das hat auch Siemens gemacht. Die haben zum Beispiel nur noch einen Anlagespiegel statt vorher zwei, farbliches Hervorheben und einfach eine übersichtliche Gestaltung wählen. Das wären so wichtige Potenziale, die wir schon bereits gesehen haben. Prima. Dann gehen wir auf den vierten Abschnitt ein, und zwar das Thema Quartalsberichterstattung. Und hier ist die Berichterstattung zum ersten und zum dritten Quartal gemeint, nicht die Halbjahresberichterstattung. Anlass der Fokussierung in Hinsicht auf die Quartalsberichterstattung ist zweierlei. Einerseits, und davon haben Sie sicherlich gehört, ist das Gesetz zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie, Änderungsrichtlinie Ende November 2015 sowie die daraus hervorgehende Aktualisierung der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse verabschiedet worden. Hieraus geht eben hervor, dass Unternehmen, die im Prime Standard gelistet sind, künftig lediglich eine Quartalsmitteilung und nicht mehr einen IAS 34-konformen Quartalsabschluss im Rahmen einer Quartalsfinanzberichterstattung veröffentlichen müssen. Alternativ bleibt es den Unternehmen natürlich vorbehalten, auch eine vollständige Quartalsfinanzberichterstattung beizubehalten. Hierin dann logischerweise ein IAS 34-konformer Quartalsabschluss sowie eine Lageberichterstattung in Bezug auf den Zwischenberichtszeitraum. Die Anforderungen betreffend eine sehr viel weniger umfassende Quartalsmitteilung haben wir hier auf der linken Seite dargestellt. Es sind also demnach wesentliche Ereignisse und Geschäfte mit ihren Auswirkungen auf die Finanzlage zu erläutern. Die Finanzlage und Geschäftsergebnisse selbst sind zu kommentieren. Das heißt, dass Informationen beizutreiben sind, die die Beurteilung der Entwicklung der Geschäftstätigkeit ermöglichen. Hierzu braucht es nicht notwendigerweise quantitative Angaben und eben auch nicht notwendigerweise vollständige Primärbestandteile. Wir werden aber gleich sehen, dass Unternehmen daran dennoch festhalten. Und als dritte Anforderung haben wir eine Prognoseveränderungsberichterstattung, also ausgehend von der Prognoseberichterstattung des letzten Lage- oder Quartalsfinanzberichts wäre also hier eine Veränderungsberichterstattung in Hinsicht auf die Prognosen, die Unternehmensprognosen dann auch anzugeben. Ein zweiter Anlass ist im Grunde das, was wir gerade eben erläutert haben. Die Prinzipien der Disclosure Initiative, also die Änderung des IAS 1, haben natürlich auch eine gewisse Wirkung für die Quartalsberichterstattung. Also Unternehmen, die sehr wohl an einer Quartalsfinanzberichterstattung festhalten, haben aber, und das werden wir gleich noch mit Beispielen unterlegen, sehr wohl eine signifikante Kürzung erzielen können. Ja, und insofern will ich dazu auch gleich übergehen. Wir haben, um dies zu untersuchen, uns die Quartalsberichterstattung für das erste Quartal 2016 intensiv angesehen. Es lässt sich hieraus kein eindeutiger Trend ableiten.
Es gibt also sowohl Unternehmen, die von dem Instrument der Quartalsmitteilung Gebrauch gemacht haben, als auch Unternehmen, die an der bisherigen Form der Quartalsfinanzberichterstattung festgehalten haben, dies dann allerdings, wie gerade schon erwähnt, in deutlich geringerem Umfang. Mit den nächsten zwei Seiten werden wir das auch ganz kurz skizzieren. Wir haben hier ein Beispiel nochmals wieder mit der Siemens, die ausgehend von dem Geschäftsjahr 2013-14 bereits im Geschäftsjahr 2014-15 in den Quartalsberichterstattung 1 und 3 einen erheblichen Rückgang in der Quantität erzielt. Aber selbst ausgehend davon hat die Unternehmung, und hier ein Beispiel dafür, dass ein Unternehmen eben aktiv dieses Wahlrecht zur Quartalsmitteilung ergriffen hat, für das erste Quartal 2015-16 nochmals deutlich reduzieren können, weil die Anforderungen in Bezug auf die Quartalsmitteilung, wie gerade erwähnt, deutlich geringer sind im Vergleich zu einer Quartalsfinanzberichterstattung. Interessant auch, dass die Siemens jetzt kürzlich erst den Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht hat und darin, obwohl eine vollständige Finanzberichterstattung hier erforderlich ist, hat sich erneut eine gewisse Reduktion auch gezeigt. Also die Prinzipien des IAS 1 sind hier sehr wohl mit eingeflossen. Auf der rechten Seite haben wir dem gegenübergestellt die ThyssenKrupp. ThyssenKrupp hat von dem Instrument der Quartalsmitteilung noch keinen Gebrauch gemacht, hat aber, wie hier erkennbar, im Vergleich zum Geschäftsjahr 2014-15 im Geschäftsjahr 2015-16 im ersten Quartal ebenso eine signifikante Verkürzung des Quartalsfinanzberichts erzielen können. Weitere Beispiele sind hier unten aufgeführt, auf die ich jetzt zumindest was die Quantität angeht nicht eingehen möchte. Vielmehr haben wir nochmal mit der folgenden Seite hinterfragt, was für Bestandteile sind denn zu finden, insbesondere bei Unternehmen, die von dem Instrument der Quartalsmitteilung Gebrauch gemacht haben, und haben dies anhand des Beispiels der SAP mal deutlich gemacht. Die Quartalsmitteilung selbst umschließt 14 Seiten. Im Vergleich dazu im Vorjahr die Quartalsfinanzberichterstattung 53 Seiten. Diese 14 Seiten teilen sich nunmehr auf eine erste Seite mit den Kernbotschaften, den Seiten 2 und 3 mit den wichtigen Geschäftsereignissen und wesentlichen Finanzkennzahlen. Auf der Seite 4 ist der Ausblick, also Stichwort Prognoseberichterstattung, gepflegt worden. Auf den Seiten 5 und 6 weitere finanzielle und nicht finanzielle Kennzahlen. Und auf den Seiten 7 bis 9 ein Teil der Primärbestandteile, nämlich die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz- und die Kapitalflussrechnung, nicht allerdings die übrigen Primärbestandteile. Es gibt also keine Gesamtergebnisrechnung und ebenfalls keine Eigenkapitalveränderungsrechnung. Die Seiten 10 bis 14 dann mit Segmentinformationen. Demgegenüber haben wir wieder ein anderes Unternehmen gestellt, welches an der Quartalsfinanzberichterstattung festgehalten hat, die Linde. Auch hier haben wir die Reduktion erkennen können, insbesondere dahingehend, als dass das Unternehmen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gestrafft hat und zudem auf bestimmte Angaben verzichtet hat, offensichtlich, weil diese Angaben entweder keine Änderungen zu dem Jahresabschluss begründet hatten oder eben von deutlich weniger Relevanz waren, als dass sie hier angabepflichtig gewesen wären. Das bezog sich auf Ermessensentscheidungen und Schätzungen. Ich gehe davon aus, dass diese unverändert in den gleichen Bereichen notwendig waren, wie auch in der Jahresberichterstattung erwähnt. Zu den Pensionen hat das Unternehmen keine weiteren Angaben gemacht, Nettofinanzschulden, Related Parties und Ergebnis je Aktie, keine Angaben in Hinsicht auf die Hintergründe oder Herleitung. Unsere Empfehlung ist natürlich trotz alledem, dass die Berichterstattungsprozesse im Finanz- und Rechnungswesen dennoch zu einem Gutteil aufrechterhalten bleiben, dafür Transaktionen mit oder ohne Kapitalmarktbezug ein vollständiger Zwischenabschluss benötigt werden könnte. Also insofern täten Sie gut daran, auch wenn Sie in der Außendarstellung so fokussieren, wie hier in diesen Beispielen dargestellt, aber das Datengerüst letztlich im Zugriff haben.
Ja, insofern wollen wir den Bogen spannen mit dem letzten Abschnitt, zielgerichtete Umsetzung und ihr Nutzen. Unsere Empfehlung ist, dass Sie sich an Ihren Abschlussadressaten orientieren, also Ihren Investoren, aber auch der Öffentlichkeit, welche Kernbotschaften gilt es zu kommunizieren. Das gilt natürlich für den Konzernjahresabschluss, aber auch die Quartalsberichterstattung. Wesentlichkeitserwägungen, ich glaube, das haben wir auch mit den Beispielen dargestellt, können und sollten auch stärker genutzt werden, um das wirklich Wesentliche zu fokussieren und unwesentliche Dinge, insbesondere dann, wenn diese das Wesentliche womöglich verschleiern, dass diese unwesentlichen Angaben dann auch reduziert werden. Entwickeln Sie die beste Struktur für sich selbst. Wir haben hier einige doch recht moderne Strukturbeispiele gefunden im australischen Raum. Für mich persönlich geht das in eine sehr moderne Richtung. Also wenn man in der Außenberichterstattung ein Stück weit sich selbst auch diesen modernen Anstrich geben möchte, dann wäre man durchaus gut beraten, sich dem Thema zu widmen und zu überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, passt das zu uns oder wollen wir das vielleicht nicht nutzen. Auch die Frage, wie verständlich sind Sie in Hinsicht auf Ihre Berichterstattung? Das bezieht sich auf ganz unterschiedliche Themen wie eine Sprache, die Sie wenden. Haben Sie bislang vielleicht eine zu technische Sprache gewählt? Ja, auch hier sei wieder auf Darstellungsformen hingewiesen, grafische Elemente, die Sie vielleicht nutzen könnten. Auch Querreferenzierungen, die Sinn machen, manchmal aber vielleicht auch zu viel des Guten sind. Und natürlich, ich glaube, das sollte selbstverständlich sein, sollte die Konsistenz der Angaben gewährleistet sein, sprich der rote Faden, von dem ich anfänglich gesprochen habe, der sollte erkennbar sein. Sie haben einen Nutzen davon, davon sind wir überzeugt. Sie werden mit Ihrer Berichterstattung, wenn Sie sie in diese etwas modernere Form bringen, letztlich auf sich aufmerksam machen können, ja, im positiven Sinne. Insofern wird Ihre Außenwahrnehmung aus unserer Sicht durchaus gestärkt, wenn Sie eben auf die Key Facts eingehen und auf unwesentliche Dinge bestenfalls verzichten. Sie sparen zudem Kosten und Sie bleiben dennoch compliant in Bezug auf die Anforderungen. Sie werden sicherlich auch Effizienzgewinne erzielen, weil die Berichterstellung als auch die Qualitätssicherung natürlich einen deutlich geringeren Umfang einnehmen wird. Insofern vermeiden Sie sogar auch unnötige Komplexitäten in der Berichterstattung, soweit eben die bisherigen Angaben für das Verständnis der Entwicklung der Geschäftstätigkeit eh nicht wesentlich gewesen sind. Ja, zu guter Letzt, unser Angebot an Sie, sprechen Sie uns gerne an, wenn wir Ihnen gegenüber mit Rat und Tat behilflich sein können. Fragen und Anregungen auch in Bezug auf dieses Webinar richten Sie bitte gerne an uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie hier aufgeführt. Die Unterlage des heutigen Vormittags geht Ihnen auf postalischem Wege auch zu. Wir werden diese versenden. Insofern bedanken wir uns sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit, die Sie diesem Thema und auch uns gewidmet haben, und beschließen das Webinar mit einem herzlichen Auf Wiedersehen.